Also um das gleich mal vorwegzunehmen, es ist natürlich nicht der gleiche Vortrag nochmal. Insbesondere auch, weil solche Vorträge sich immer ein bisschen problematisch gestalten, wenn die Leute gerade Oberwasser bekommen. Damals 2017 war in Österreich gerade eine große Euphorie. Man hatte eine blau-schwarze Regierung oder blau-türkis oder wie auch immer sich das jeweils gerade nennt. Und es wollte natürlich niemand etwas über Parteienkritik hören, denn man hatte ja alles richtig gemacht und konnte sich jetzt erstmal auf seinen Lorbeeren ausruhen und darauf hoffen, irgendeinen Posten als drittklassiger Hilfsreferent in irgendeiner Besenkammer in sonst einem Ministerium zu bekommen. Nichtsdestoweniger ist das Thema eben durchaus wichtig und es kommt ja nicht von ungefähr, dass sich über mittlerweile tatsächlich Jahrhunderte hinweg immer neue Denker aus den verschiedensten Fachrichtungen, von den Soziologen über die Juristen bis hin zu irgendwelchen Geschwätzwissenschaftlern wie meiner Zunft, den Historikern, damit beschäftigt haben. Und auch wenn ich jetzt in einer etwas unangenehmen Position bin, allein schon deswegen, weil es erstens der letzte Vortrag des offiziellen Vortragsteils ist, vor dem Abendessen und danach noch weitere unterhaltsame Tagesordnungspunkte anstehen und es eben sehr problematisch übertitelt ist mit Klassiker der Parteienkritik, was sowohl mit den Klassikern die Leute abschreckt, weil jeder bei Klassiker erstmal denkt, okay, wenn mich das Thema interessiert, kann ich einfach bei Wikipedia nachlesen, wer dazu schon mal was geschrieben hat, also was willst du mir darüber erzählen, bis hin zur Parteienkritik, weil ja nun die ganze Veranstaltung hier auch unter dem Thema 10 Jahre AfD steht und man die Partei oder Parteien als solche ja im Zweifelsfall nicht kritisieren sollte, wenn man in diesem Kosmos etwas erreichen will. Das also schafft eine etwas problematische Grundstimmung dem Thema gegenüber, aber ich denke, dass es trotzdem richtig und wichtig ist, sich mit so etwas zu beschäftigen und sich den entsprechenden bestehenden theoretischen Hintergrund drauf zu schaffen, um unter den jetzigen Bedingungen etwas daraus machen zu können, um für die eigene Partei, welche das auch immer im konkreten Fall sein mag, das Beste daraus zu machen. Ich habe hier ein kleines Buch aus der schwarzen Reihe von Beck mitgebracht, wo ich einfach mal den Hinterklappentext vorlesen möchte. Und wenn irgendjemand sich traut, möge er mal einen Vorschlag machen, aus welchem Jahr das stammt. Durch die Spendenaffären, die Diskussion über die Regierungsbeteiligung der Grünen und über den sogenannten Ausstieg aus der Kernenergie wächst das Unbehagen gegenüber dem widersprüchlichen Erscheinungsbild der Parteien in der Bundesrepublik. Nach dem Grundgesetz wirken die Parteien an der politischen Willensbildung mit. In Wirklichkeit ist aus dieser Mitwirkung ein Macht- und Meinungsmonopol geworden. Nun stößt diese Entwicklung zunehmend auf Widerstand, auf den Aufstand des Bürgerwillens. Geraten die Parteien zwischen die Mühlsteine von repräsentativer parlamentarischer Demokratie und direkter politischer Partizipation der Bürger? 11 renommierte Politikwissenschaftler nehmen kritisch und engagiert Stellung. Ein Buch der Neubesinnung. Ein Appell an die Parteien und die Wähler zur Neuorientierung. Möchte jemand mal eine Einschätzung über das Jahrzehnt abgeben? Ja. Also es handelt sich um das Buch Parteien in der Krise, herausgegeben von dem Weißgott jedweden rechtsradikalen Anflugs vollkommen unverdächtigen Christian Graf von Krockow von 1986. Also es geht da auch noch um ein etwas kleineres Deutschland, nur für diejenigen, die auf solche Definitionen Wert legen. Also, Parteien als solche sind, um es mal so zu sagen, ja erstmal auch nur abstrakte Körper innerhalb eines politischen Gewebes, das sich ein Staat auf den Leib zieht oder auf den Leib gezogen bekommt. Wer, so wie ich, Anfang bis ungefähr Ende der 2000er Jahre ein bundesrepublikanisches Gymnasium besucht hat, wird wahrscheinlich auch beigebracht bekommen haben, dass Parteien so etwas wie das Nonplusultra des Staatswesens sein und dass daran kein Weg vorbeiführt und dass, wie auch immer der Staat geartet sein mag, wir hatten ja auch mal eine konstitutionelle Monarchie in Deutschland gesagt, sagen wir mal auf deutschem Boden, jedenfalls, dass Parteien unhinterfragbar sein, unhintergehbar sein und so sozusagen Fleisch und Blut des politischen Betriebes darstellten. Und zwar nicht des politischen Betriebes im Westen oder des politischen Betriebes
in Deutschland, sondern des politischen Betriebs generell und dass alles, was darüber hinausgeht, im Prinzip diesen Namen nicht verdient habe. Nun, es besteht unzweifelhaft ein Zusammenhang zwischen dem gegenwärtigen Zustand der liberalen Demokratien westlichen Zuschnitts und der dort gleichzeitig stattfindenden fetischartigen Vergottung der bestehenden Institutionen und Mechanismen. Das gilt sowohl für die Haltung der Medien gegenüber solchen Institutionen wie insbesondere den Parteien, aber beispielsweise auch dem Bundesverfassungsgericht, als auch die Haltung der Finanziers. Das wiederum betrifft tatsächlich nur die Parteien. Aber da die Richter des Bundesverfassungsgerichts ebenso nach Parteibuch bestellt werden, ist das lediglich eine Einflussnahme zweiter Ordnung. Laut Daten vom Januar 2022 hat sich das Spendenaufkommen für politische Parteien in der Bundesrepublik im Bundestagswahljahr 2021 gegenüber dem Vorjahr mehr als verfünffacht. Mit besonderer Großzügigkeit übrigens für die FDP, um deren zurückgewonnenen Platz im Parlament gegen eine Konkurrenz, die wir uns wohl vorstellen können, abzusichern. Wir wissen ja, was inzwischen da für ein demokratischer Schutzwall aufgebaut worden ist, insbesondere durch die Regierungsbildung natürlich. Man könnte also sowohl als Optimist als auch als Zyniker mit dem Wirken der bundesrepublikanischen Parteienlandschaft beinahe schon zufrieden sein. Das würde zu einer politischen Landschaft passen, in der Institutionenkritik im Allgemeinen im Hinblick auf ihre scheinbare Verwerflichkeit den Platz des Hochverrats angenommen hat. Denn an dem Land an sich und dem Volk, das es nicht gibt, ist ja tendenziell niemand mehr interessiert. Deswegen muss man eben halt abstrakte Größen wie die Parteien, die Verfassung, das Grundgesetz und was es nicht noch alles gibt oder nicht gibt, in Schutz nehmen. Selbst der damalige Bundespräsident und aus familiären Gründen hauptamtliche Vergangenheitsbewältiger Richard von Weizsäcker musste 1992 schwere verbale mediale Prügel einstecken, als er in einem Interview mit der Zeit die damaligen Parteien ihre Orientierung auf reinen Machterhalt und ihre Pfründen zieht. Man möchte beinahe meinen, die damaligen längst unhaltbaren Zustände, die damals schon längst unhaltbaren Zustände, hätten systemische Ursachen und seien nicht nur einzelnen Machiavellisten in den einzelnen Parteien geschuldet. Naja, es ist 2023 mittlerweile, wir leben in sehr seltsamen Zeiten. Erst vor genau 4 Wochen, 3 Wochen und 6 Tagen, sendete der Deutschlandfunk ein einstündiges Feature über die Frage nach der sogenannten polarisierten Gesellschaft. Große Überraschung für alle hier Anwesenden. Die gibt es gar nicht. Das ist alles nur eine falsche Wahrnehmung, weil Menschen mit der falschen, bösen Meinung online immer lauter sind als Leute mit der richtigen, friedfertigen Meinung und deswegen deutlicher hervortreten. Wir können also alle beruhigt sein. Es kam im Laufe dieses Features allerdings unverhofft auch ein Herr Wuttke, Professor für Digitalisierung und politisches Verhalten, was auch immer das für ein Lehrstuhl sein mag, an der LMU in München zu Wort, der mit einer tatsächlich etwas zitternden Stimme, als ob er sich seiner Talking Points selbst nicht ganz sicher sei, vortrug, ich zitiere: Demokratie ist ja nichts Gottgegebenes, sondern ist auch ein menschengemachtes System. Und jedes menschengemachte System kann auch durch Menschen geändert werden. Und es gibt immer neue Vorschläge, wie wir dieses System, um gemeinschaftlich Konflikte zu lösen, in Frage stellen oder reformieren können. Zitat Ende. Wir können uns natürlich nun dazu denken, dass es hier vor allen Dingen darum geht, notfalls, wenn es um den Erhalt der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung geht, auch unter den Vorbedingungen der Demokratie Kräfte auszuschließen, bei denen hinreichende Erkenntnisse bestehen, dass sie eventuell darauf hinarbeiten könnten, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung in ihren Grundfesten zu erschüttern und so weiter und so fort. Sie kennen das ja alles. Vielleicht ist auch einfach nur, wie das mittlerweile medial so oft passiert, versehentlich der sogenannte stumme Teil mitgesprochen worden. Aber nichtsdestoweniger ist die Kritik demokratischer Strukturen als solcher, das heißt im Rahmen einer wie auch immer idealisierten Demokratie, konkret der für uns, für viele von Ihnen sicherlich sogar noch mehr als für mich, so bedeutsamen Parteien, mindestens ebenso alt wie die moderne Demokratie in der Ablöse des klassischen Feudalismus selbst. In diesem Vortrag möchten wir uns
beispielhaft ansehen, was die jüngere und jüngste Geistesgeschichte hierzu zu bieten hat, um im Hinblick auf die Zukunft und mögliche Strategien der eigenen Fortkommensweise unsere eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Wir beginnen ganz betont unverdächtig und interkulturell mit Herrn Moisej Jakowlewitsch Ostrogorski, einem Herrn, der aus dem heutigen Weißrussland stammt, was umso interessanter ist, nachdem es dort, also in einem der, ich glaube, es ist in Medien mittlerweile immer von der letzten verbliebenen Diktatur auf europäischem Boden die Rede, dass ausgerechnet dort ein nach ihm benanntes Ostrogorski-Institut für politische Wissenschaften besteht, das sich vorrangig mit der Stärkung dortiger junger Politikwissenschaftler gegenüber westlichen Einflüssen beschäftigt. Ostrogorski veröffentlichte 1901 in französischer Sprache und ein Jahr später in englischer Übersetzung, bis heute nicht ins Deutsche übersetzt, ein Buch unter dem Titel La démocratie et l'organisation du parti politique. Wenn ich das jetzt falsch ausspreche, möge man es mir nachsehen, das kann nicht jeder Französisch beherrschen. Wir beginnen also mit dem außerhalb des Fachs kaum bekannten russischen Juristen und politischen Autor Moisej Ostrogorski, Geburtsjahrgang 1854. Er arbeitete eine Zeit lang für das zaristische Justizministerium, ehe ihn die Pogromwelle der frühen 1880er Jahre zu einer Emigration nach Frankreich zwang. Er studierte in Paris politische Wissenschaft und spezialisierte sich auf die Analyse politischer Parteien, wofür er sich mehrere Jahre lang in England und in den Vereinigten Staaten aufhielt. Ergebnis dieser Forschung war sein 1901 veröffentlichtes Hauptwerk, dessen Titel ich jetzt nicht noch einmal vortragen werde, das im Folgejahr auf Englisch als Democracy and the Organization of Political Parties in zwei Bänden in London erschien und bis heute nicht in deutscher Sprache vorliegt. Aber wer sich dafür interessiert, da heutzutage englische Lektüre ja mehr oder weniger Standard ist, der kennt mit Sicherheit die ein oder andere Quelle, wo er dieses Buch möglicherweise finden könnte, wenn er sich für sowas interessiert. Ausgangspunkt seiner Betrachtung war das akute Problem der modernen Massendemokratie zu seiner Zeit, zur Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Wie lassen sich Gesellschaften regieren, in denen überkommene soziale Bindungen abreißen und sich anstelle ständischer Strukturen die schiere Anzahl zum bestimmenden Faktor im Staat erhebt? Wir sehen schon, auch wenn diese Studien in den angelsächsischen Ländern durchgeführt worden sind, steht hinter all dem das Erlebnis der verschiedenen, damals noch hauptsächlich kulturellen und weniger stark politischen Umwälzungen im zaristischen Russland. Ostrogorski thematisierte auf rund 1400 Seiten insgesamt die historisch-politischen Grundlagen der Entstehung von Parteien in Großbritannien und den USA sowie deren Struktur. Er schuf damit erstmals die systematisch-theoretische Pionierarbeit der vergleichenden Politikanalyse. Der erste Band steigt ein mit der Beschreibung einer alten Einheit der englischen Standesgesellschaft und führt deren Auseinanderbrechen maßgeblich auf das Wirken des anglikanischen Erweckungspredigers John Wesley zurück, dessen Appelle an das Individualgewissen seien im Zuge des religiösen Revivals im 18. Jahrhundert auf die politische Ebene durchgeschlagen und hätten den Einzelnen, eine Begrifflichkeit, die bei Ostrogorski unterstrichen wird und also seiner Auslegung nach als politische Größe zuvor keine Rolle gespielt hat, auf die politische und gesellschaftliche Bühne gestellt. Ausgehend von diesen religiösen Wurzeln stellt Ostrogorski unter anderem die These auf, dass die Parteizugehörigkeit im modernen, säkularen Staat die Religionszugehörigkeit weitgehend abgelöst habe und dieser im Hinblick auf die empfundene Intensität mindestens ebenbürtig sei. Anklänge an die politische Theologie eines Karl Schmitt werden laut, aber ich bitte darum zu beachten, dass es hier weniger um einen generellen Transfer religiöser Begriffe auf die politische Ebene geht, als vielmehr um die tatsächliche Mitgliedschaft in einer ehemals religiösen, zur Zeit der Abfassung dieser Arbeit politischen Glaubensgemeinschaft.
An besagte religiöse Wallungen habe der Sentimentalismus des Laienpredigers und Moralphilosophen William Paley und anderer angeschlossen, die das moralische Ideal des sogenannten Bürgers weiter verstärkten und den Modus der Pflichten von der privaten auf die öffentliche Ebene verschoben. Von dort führe, laut Ostrogorski, ein direkter Weg zu etwa Jeremy Bentham und der Lehre des klassischen Utilitarismus, der vorwiegend im angelsächsischen Raum von Bedeutung ist. Dessen Forderung an den Staat, über die Nützlichkeit und das Wohlergehen seiner Angehörigen zu wachen, notfalls auch durch therapeutische Maßnahmen, wurde Grundstein der neuen Wissenschaft von der politischen Ökonomie. Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten mit den darin festgehaltenen sogenannten unveräußerlichen Rechten, etwa auf, Zitat, Leben, Freiheit und das Streben nach Glück, Zitat Ende, habe das Ihrige getan, um die Vorstellung von der Unabhängigkeit des Individuums weiter zu erhöhen. Zu ihrer Verbreitung habe zudem ein publizistischer Streit über die politische Interpretation der französischen Revolution beigetragen, der die Revolution für weite Kreise außerhalb Frankreichs zum ersten Mal überhaupt verständlich und interessant gemacht habe. Der britische Staatsmann Edmund Burke veröffentlichte 1790 den konterrevolutionären Klassiker Bemerkungen über die französische Revolution und das Betragen einiger Gesellschaften in London bei diesen Ereignissen. Das ist der komplette Titel tatsächlich. Der zu jener Zeit in England lebende amerikanische Gründervater Thomas Paine antwortete in den beiden Folgejahren mit seiner zweibändigen Streitschrift Die Rechte des Menschen, die im Original noch den Untertitel Being an Answer to Mr. Burke's Attack on the French Revolution trug und für die er der Verbreitung sogenannter aufrührerischer Schriften angeklagt, alsbald das Land, also Großbritannien, verlassen musste. Die revolutionären Umwälzungen im Bereich sowohl der politischen Ideen als auch der Produktionsverhältnisse hätten schließlich den Mittelstand agitiert und in die Auseinandersetzung mit dem Adelsstand um den angemessenen Platz in der Gesellschaft geführt. Alle reaktionären Bestrebungen gegen den, Zitat Ostrogorski, morbiden Individualismus, Zitat Ende, hätten aufgrund mangelnden Realitätssinns das bürgerlich-parlamentarische neue Regime mit seiner individualistischen und utilitaristischen Doktrin nicht bändigen können. Und dementsprechend widmet sich Ostrogorski im zweiten Teil seines ersten Bands mit der gleichen Gründlichkeit den Voraussetzungen und Ursprüngen der liberalen politischen Assoziationen, die sich als eine Art Verfallserscheinung später in klassische Parteien umwandeln sollten. Wohlgemerkt mit einem Umweg über die USA, wo die um 1830 von Präsident Andrew Jackson gründlich modernisierte und straff geführte Demokratische Partei zur ersten modernen Volkspartei der Welt geworden war. Ich bitte da auch im Hinterkopf zu behalten, dass sehr lange die politischen Rollen von Demokraten und Republikanern in den USA vertauscht waren und es sich bei den Demokraten die längste Zeit ihrer Parteigeschichte um die konservative Partei gehandelt hat. Das in den USA ersonnene Caucus, also Ausschussmodell, läutete mit seinem ungeahnten Mobilisierungspotenzial das Ende der klassischen politischen Systematik Englands ein. Ostrogorski bewertete dieses in bemerkenswertem Einklang mit dem ihm verpflichteten deutschen Soziologie-Gründervater Max Weber, in dessen Vortrag Politik als Beruf es 1919 hieß. Seit 1868 entwickelte sich zuerst für lokale Wahlen in Birmingham, dann im ganzen Lande das Caucus-System. Anlass war die Demokratisierung des Wahlrechts. Zur Massengewinnung wurde es notwendig, einen ungeheuren Apparat von demokratisch aussehenden Verbänden ins Leben zu rufen, in jedem Stadtquartier einen Wahlverband zu bilden, unausgesetzt den Betrieb in Bewegung zu halten, alles straff zu bürokratisieren, zunehmend angestellte, bezahlte Beamte von den lokalen Wahlkomitees, in denen bald im Ganzen vielleicht 10% der Wähler organisiert waren, gewählte Hauptvermittler mit Kooptionsrecht als formale Träger der Parteipolitik. Die treibende Kraft waren die lokalen, vor allem die an der Kommunalpolitik interessierten Kreise, die auch die Finanzmittel in erster Linie aufbrachten. Das Resultat war eine Zentralisation der ganzen Gewalt in der Hand der wenigen und letztlich der einen Person, die an der Spitze der Partei stand. Ein zäsaristisch-plebiszitäres Element in der Politik. Der Diktator des Wahlschlachtfelds trat auf den Plan.
Das äußerte sich sehr bald. 1877 wurde der Caucus zum ersten Mal bei den staatlichen Wahlen tätig, mit glänzendem Erfolg. Benjamin Disraelis Sturz mitten in seinen großen Erfolgen war das Resultat. Wir fühlen uns durchaus auch erinnert beispielsweise an einen Joseph de Maistre mit seiner Faustregel, dass es im Gegensatz zur klassisch-griechischen Ordnung überhaupt nur zwei Regierungssysteme gäbe, nämlich die Monarchie und die Aristokratie, weil die sogenannte Demokratie aus sich selbst heraus zwangsläufig, so schnell sie nur könnte, aristokratische Strukturen ausbilden würde. Dieser Machtgewinn der demokratischen Körperschaften sorgte für Spannungen zwischen konservativem und liberalem Lager innerhalb des sich emanzipierenden Bürgertums. Ergebnis war die Herausbildung der tatsächlichen Parteien, wie wir sie heute kennen, deren Analyse sich Ostrogorski nach 250 Seiten vertiefend widmete. Das gleiche Prozedere wiederholte sich im zweiten Band des Werks für die Vereinigten Staaten noch einmal. Für die allgemeine Parteienkritik bis heute bedeutsam ist aber der in der schieren Masse des Textkorpus etwas versteckt liegende Kern, eine geradezu revolutionäre parteiensoziologische Erkenntnis. Ostrogorski nähert sich der Thematik als eine Art Verhaltensforscher. Ihm ging es nicht um politische Formen, sondern um politische Wirkmächte. Um den Charakter gesellschaftlichen Handelns zu begreifen, müsse man dessen Funktionsweisen im Lichte des Charakters derjenigen studieren, die es in Gang bringen. Und unter Beachtung der sozialen und politischen Bedingungen, unter deren Einfluss sich ihre Ansichten und Absichten formen und manifestieren. Darin liegt sein maßgeblicher Beitrag zur politischen Analyse, in der Herausarbeitung der Tendenz aller seinerzeitigen Massenparteien, sich von zweckgebundenen politischen Zusammenschlüssen zu ständigen, selbsterhaltenden Organisationen mit einer Führungsschicht aus Berufspolitikern zu entwickeln. Das Bedürfnis, den eigenen Apparat zu erhalten, führen notwendigerweise zur Anpassung ursprünglicher Zielsetzungen und Aktivitäten zugunsten eines Zugewinns an finanzieller Unterstützung und Wählerstimmen. Kurz gesagt, von reinen Mitteln zum Zweck wandeln sich Parteien zum Selbstzweck. Ostrogorski schreibt, wenn die Parteien nicht länger von Prinzipien und Ideen zusammengehalten werden, bleibt ihnen immer noch der Rückgriff auf rein mechanischen Zusammenhalt. Sie vereinen ihre Gefolgschaften in abergläubischer Ehrfurcht vor der reinen Form, in einer fetischhaften Anbetung der Partei, impfen ihnen die Loyalität gegenüber ihrem Namen und ihrem speziellen Stil ein und erheben so den Anspruch auf unveräußerlichen Besitz von den Seelen der Menschen. Zitat Ende. Da der Zugang zu politischer Macht der Daseinsgrund der Parteien geworden sei, ordneten sie die Erfüllung jedes beliebigen Zwecks unter, wenn dieser ihrem Machtstreben zuwiderlaufen könnte. Zitat, sobald eine Partei, mag sie auch im edelsten Ansinnen gegründet worden sein, beginnt sich zu konsolidieren, wird sie unweigerlich zur Macht tendieren. Und sobald sie diese zu ihrem Endzweck erhebt, wird sie sich vorrangig nur noch um ihren Selbsterhalt gegen alle Oppositionen kümmern, ohne Skrupel in der Wahl der Mittel. Zitat Ende. Der 1921 verstorbene Ostrogorski war mit seiner Analyse der eigenen Zeit so weit voraus, dass er ein halbes Jahrhundert lang von seiner mittlerweile angloamerikanisch dominierten Zunft ignoriert wurde. Erst in den 1950er Jahren wurde er als Pionier der Parteiensoziologie sozusagen wiederentdeckt, nämlich weil sein Gravitationsgesetz der sozialen Ordnung, also die Massenparteien inhärente Neigung zur Herausbildung bürokratisch-oligarchischer Strukturen, mit Fug und Recht als Blaupause für das 10 Jahre später von einem Deutschen ausbuchstabierte, sogenannte eherne Gesetz der Oligarchie gelten kann, zu dem wir als nächstes kommen wollen. Und zwar handelt es sich um das hierbei relevante Werk, um Robert Michels Schrift zur Soziologie des Parteienwesens in der modernen Demokratie von 1911. Der Historiker Robert Michels, geboren 1876, zählt zu den bedeutendsten politisch-soziologischen Wissenschaftlern und Parteienkritikern des 20. Jahrhunderts. Er gilt als einer der Gründerväter der modernen Politikwissenschaft. Michels war wesentlich geprägt durch eigene Parteierfahrungen, ein Schema, das sich auch bei späteren Parteienkritikern durchziehen sollte. Heute würde man sagen, anekdotische Evidenz. Er war 1901 der Sozialistischen Partei Italiens beigetreten und 1903 der SPD. An deren Parteitagen 1903 bis 1905 er als Delegierter teilnahm, nachdem ihm aufgrund seiner sogenannten sozialistischen Agitation im Deutschen Reich die Habilitation verweigert worden war, ging Michels 1907 als Privatdozent nach Turin,
wandte sich dort vom Sozialismus ab und beschäftigte sich fortan mit dem revolutionären Syndikalismus. 1913 wurde er italienischer Staatsbürger und erhielt 1914 einen Ruf an die Universität Basel. 1928 schließlich nahm sein politischer Weg die finale Wende, als er sich dem Partito Nazionale Fascista anschloss und, angeblich von Mussolini persönlich gefördert, zu einem der dortigen Haupttheoretiker aufstieg, ehe er 1936 in Rom verstarb. Der Grund, weswegen dieser, sagen wir mal, politische Hasardeur in einer Zusammenstellung eher nüchterner Analysen, wie dieser keinesfalls fehlen darf, ist sein bis heute bedeutsames Hauptwerk. Das 1911 erschienene, 400 Seiten starke und, Zitat, seinem lieben Freunde Max Weber mit seelenverwandtschaftlichem Gruß, Zitat Ende, gewidmete Buch, dessen Titel ich bereits genannt habe. Wie der Untertitel Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens bereits den Clou des gesamten Werks preisgab, machte Michels auch hinsichtlich seiner Wirkabsicht wenig Umschweife und stellte gleich auf der ersten Seite seines Vorworts fest, Zitat, es gibt Menschen, die insbesondere in politischen und religiösen Dingen keine heterogene Meinung aussprechen können, ohne dass ihr Herz mächtig zu pochen anfängt. Die lasse in Ruhe. Mit denen ist nicht zu rechten, denn Herzklopfen schließt jede Gedankenarbeit aus. Für solche, zu jeder wissenschaftlichen Tätigkeit von vornherein untaugliche Personen wurde die in beifolgenden Blättern niedergelegten, in jahrelangen Beobachtungen und Studien ausgereiften Grundzüge der Lehre vom inneren Parteiwesen nicht verfasst. Zitat Ende. Klar ist, der Autor wird erstens keine Rücksicht auf eventuelle Befindlichkeiten seiner Leser nehmen und zweitens geht es ihm um das mit eigenen Augen Beobachtete. Denn Michels Arbeit ist wesentlich ein Produkt seiner Innenansichten der Sozialdemokratischen Partei, der Anfang des 20. Jahrhunderts einzigen deutschen Partei mit einem quasi revolutionären und basisdemokratischen Selbstanspruch. Was Michels allerdings im, sagen wir mal, Herz der Finsternis, wenn man so will, mit eigenen Augen gesehen hat, insbesondere auf den drei von ihm besuchten Parteitagen, war mit diesem genannten Anspruch keineswegs vereinbar. Zentrales Element der Betrachtung Michels ist die Feststellung, dass die Funktionsmechanismen moderner Massenparteien von deren politischen Ausrichtungen und Zielsetzungen weitgehend unabhängig sind. Sie gehorchen vielmehr eigenen Gesetzmäßigkeiten, die den von Ostrogorski beschriebenen zwangsläufigen Transformationsprozessen sehr ähnlich sind. Der erste Teil seiner Analyse behandelt die, Zitat, Ätiologie des Führertums, Zitat Ende. Also, um einen Begriff aus dem Medizinischen zu übernehmen, die Herleitung von dessen Ursachen unter technisch-administrativen, psychologischen sowie intellektuellen Gesichtspunkten. In der Folge handelt Michels den sogenannten tatsächlichen Herrschaftscharakter der Führer ab, maßgeblich charakterisiert durch Stabilität, finanzielle Macht und bürokratische Zentralisierung. Des Weiteren thematisiert werden psychologische Rückwirkungen der Massenführung auf die Führerschaft, insbesondere im Extrem die Zuspitzung der Partei auf die Führerpersönlichkeit, sowie die soziale Analyse der Führerschaft, einschließlich der Diskussion möglicher Maßnahmen zur prophylaktischen Beschneidung von deren Macht, etwa präventiver Formen von Syndikalismus und Anarchismus, aber auch des Referendums und der politischen Entsagung, etwas, was man in Anlehnung an US-Politikwissenschaftler heute als Exit-Strategie bezeichnet. Michels schließt mit einer Synthese, dem Postulat des sogenannten ehernen Gesetzes der Oligarchie, das bis heute ein geflügeltes Wort darstellt, im Wortlaut. Die soziologischen Erscheinungen, die wir in den vorhergehenden Kapiteln in ihren Grundzügen gekennzeichnet haben, bieten den wissenschaftlichen Gegnern der Demokratie reichliche Stützpunkte dar. Sie scheinen deutlich auf die Unmöglichkeit hinzuweisen, dass die Kulturmenschheit ohne herrschende oder politische Klasse existieren kann. Die Mehrheit der Menschen würde sich stets in der Unmöglichkeit, vielleicht auch in der Unfähigkeit befinden, sich selbst zu regieren. Selbst wenn es der Unzufriedenheit der Massen einmal gelingen sollte, die herrschende Klasse ihrer Macht zu berauben, so müsste sie sich doch notwendigerweise im Schoße der Massen selbst eine neue organisierte Minderheit vorfinden, die das Amt einer herrschenden Klasse übernehme und im Anschluss als trotzige Entgegnung des damals noch überzeugten Sozialisten gegenüber seinem eigenen Befund, die Formel von der Notwendigkeit der Ablösung einer herrschenden Schicht durch eine andere und das von ihr abgeleitete Gesetz der Oligarchie als der vorbestimmten Form menschlichen Zusammenlebens in größeren Verbänden, wirft die materialistische Geschichtsauffassung keineswegs über den Haufen. Nun, lassen wir das einmal so dahingestellt sein. Hatte Ostrogorski zur Brechung der Parteienmacht noch vorgeschlagen, Parteien als solche komplett aufzulösen,
und zu reinen Zweckverbänden zurückzukehren, welche nach getaner Arbeit sich wieder auflösen sollten, so verwarf Michels solche Vorhaben als sinnlos. Die moderne Massengesellschaft sei durch derartige Gelegenheitsausschüsse weder verwalt noch regierbar. Außerdem sei die Hinneigung zur Oligarchie eine offensichtliche anthropologische Konstante und demnach nicht einfach lösbar. Michels Erkenntnisse entfalteten maßgeblichen Einfluss auf die europäische kritische Parteienforschung und insbesondere die Elitentheorie. Erst 40 Jahre später sollte ein französischer Politologe sie maßgeblich ergänzen können, zu dem wir allerdings erst später kommen wollen, weil sich ein in unseren Kreisen bekannter und beliebter Denker mehr oder weniger dazwischen schiebt, nämlich Carl Schmitt. Ein kurzer Rekurs. 1989 und 90 fiel die über ein halbes Jahrhundert hinweg gewohnte Dichotomie zwischen Ost und West, Kommunismus und Liberalismus. Freudscher Versprecher. Die letzteren Parteigänger sahen ihren globalen Endsieg heraufdämmern und ein gewisser Francis Fukuyama verkündete dementsprechend 1992 in einem international kontrovers diskutierten Buch das sogenannte Ende der Geschichte. In Europa indes war die politische Stimmung von einer zumindest gefühlten Delegitimierung der Linksparteien geprägt. Vor diesem Hintergrund begannen insbesondere westdeutsche Autoren schon früh vor einem Erstarken rechter Positionen zu warnen und fühlten sich von überraschenden Wahlerfolgen der Republikaner sowie publizistischen Nadelstichen einer sogenannten neuen demokratischen Rechten bestätigt. Zur Einstimmung auf das Superwahljahr 1994 warnte die Zeit vor einer scheinbar in der Luft liegenden Aufgabe der Links-Rechts-Dichotomie. Dem Großartikel des damaligen Bonner Bürochefs dieser Zeitung, eines Schülers des Begründers des Terminus vom Verfassungspatriotismus, Dolf Sternberger, zufolge müsse die Unterscheidung in rechts und links unbedingt erhalten bleiben, weil ohne sie die bundesrepublikanische Politik ihre moralische Ebene verliere. Welchen Mannes Schatten sich dann über die Bundesrepublik legen würden, machte der Autor sehr deutlich klar. Zitat. Neben Ernst Nolte, der die Vergangenheit historisiert, dient Carl Schmitt mit seinem Opus inzwischen schon wieder als Kronzeuge für eine fundamentale Kritik am Parlamentarismus und Liberalismus des Westens. Seine Ressentiments spiegeln sich bei Rechten und Linken ab. Die Schmitt-Renaissance hat sich lange schon angebahnt. Jetzt mit dem Rückenwind von 1989, diesem großen Gleichmacher, ist es, Zitat, an der Zeit, Carl Schmitt wieder an den Kreislauf der Ideen anzuschließen, Zitat Ende, schreibt sein Biograf Paul Noack. Die Parteienkritik von heute speist und nährt sich ja gleichermaßen aus demokratischen Motiven wie aus vordemokratischen Ressentiments. Sie wird von links wie von rechts ausgeübt. Das apolitische, antiparlamentarische, das dabei mitschwingt, erinnert an Carl Schmitt und seinen Begriff des sogenannten Politischen, Zitat Ende. Diese Zuschreibung sollte natürlich ein Schreckbild malen und verkürzte das Werk Schmitts in der üblichen Weise auf krachige Schlagworte. Antiparlamentarisch, fundamental, Ressentiments und das in diesem Zusammenhang doch etwas deplatzierte apolitisch, wenn gleichzeitig vom Begriff des Politischen die Rede ist. Gleichwohl hob sie den Wert des Gefürchteten als Klassiker der Kritik hervor. Schmitts wesentliche Abneigung richtete sich gegen den desintegrierenden liberalen Hang zu Vermittlung und Ausgleich. Einer ewigen sogenannten Diskussion ohne Entscheidung wollte er, wenn nötig, sehr gern eine Entscheidung ohne Diskussion gegenüberstellen. Ihm war es unter anderem darum zu tun, zwischen klassischer Demokratie und modernem Parlamentarismus zu unterscheiden und erstere gegen letzteren in Schutz zu nehmen. Damit stand er auf der Höhe der intellektuellen Auseinandersetzung der Weimarer Republik, in guter Gesellschaft etwa eines Oswald Spengler, der 1924 in seinem Aufsatz Neubau des Deutschen Reichs die Parteien als, Zitat, keine Volksteile, sondern Erwerbsgesellschaften mit einem bezahlten Beamtenapparat, Zitat Ende, und wesentliche Akteure des von ihm so bezeichneten deutschen Sumpfs gebrandmarkt hatte. Ich darf an Drain the Swamp erinnern. Ich denke mal, dass es sich gewisse Nachklänge dieser Analyse und dieser Diagnose auch in heutigen parlamentarischen Krankheitszuständen finden. Natürlich geht es nur darum, einen Idealzustand herzustellen. Auf den immensen Lesenswert dieses kleinen Textes hat Thorsten Hinz gerade zum Jahreswechsel wieder hingewiesen. Schmitt wusste sogar den Großteil der Weimarer Staatsrechtslehre hinter sich, oft unter Berufung darauf, dass schon Jean-Jacques Rousseau die Parteien als Mittel der Verfälschung des allgemeinen Willens, also der Volonté générale, bezeichnet habe.
Doch hat von all diesen Kritikern keiner das System mit einer solchen analytischen Schärfe und auf gleichem argumentativen Niveau kritisiert, wie Carl Schmitt es eben selbst getan hat. Aus dem Gesamtwerk ragt diesbezüglich seine erste dezidiert politische Schrift heraus, nämlich die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus von 1923. Die Grundannahme ist folgende. Erstens, es gibt ein homogenes Volk. Zweitens, es gibt ein Allgemeinwohl und eine Volonté générale. Und drittens, durch Diskussion lässt sich eine Wahrheit finden. Mit diesem an sich unverdächtigen argumentativen Besteck lässt sich der Parlamentarismus moderner Couleur mehr oder weniger demontieren. Denn warum sollte man sich mit endlosem Parlamentieren aufhalten, wenn es doch sowieso schon ein homogenes Volk und einen Willen dieses Volkes mit der Volonté générale gibt? Parlamente finden in der Theorie für jedes Problem eine Konsenslösung. Zwar in der Regel nicht die stärkste Lösung, aber eine, die scheinbar von allen, wer auch immer das sein mag, getragen wird. Schmitt hingegen ist Verfechter eines starken, integralen Staats. Ihm ist es um starke Lösungen zu tun. Und so stellt er dem Vertretungsmodell der parlamentarischen Demokratie eine identitäre Demokratie gegenüber, die die zahllosen Partikularinteressen des in Interessengruppen zerteilten Volks in einen monolithischen Volkskörper als demokratischen Souverän hinein aufheben soll. Die zweite Auflage der geistesgeschichtlichen Lage des heutigen Parlamentarismus von 1926 wurde um eine, Zitat, Vorbemerkung über den Gegensatz von Parlamentarismus und Demokratie, Zitat Ende, ergänzt, die dem Widerspruch des auch für die frühe Bundesrepublik bedeutsamen Staatsrechtlers Richard Thoma zur Erstauflage entgegnete. Sie verdichtete Schmitts Parlamentarismuskritik auf wenige Seiten und schloss mit dem Ruf nach staatlicher Würdigung des immer stärker hervortretenden, Zitat, Gegensatzes eines von moralischem Pathos getragenen liberalen Individualismus und eines von wesentlich politischen Idealen beherrschten demokratischen Staatsgefühls. Kleiner Einschub, politisch heißt konfliktbasiert. Wer sich mit dem Begriff des Politischen von Schmitt auskennt, und ich gehe mal davon aus, dass das etliche der hier Anwesenden tun werden, muss das immer mitdenken. Schmitts Begriff von Politik ist nicht unbedingt der bundesrepublikanische Begriff von Politik. Es ist der in seiner Tiefe unüberwindliche Gegensatz von liberalem Einzelmenschbewusstsein und demokratischer Homogenität. Zitat Ende. Schmitt kritisiert am Parlamentarismus als System, dass er von seinen ursprünglichen deutschen Verfechtern, den, Zitat, gegen das kaiserliche Regierungssystem ankämpfenden Liberalen und Demokraten, Zitat Ende, als ein Instrument der politischen Eliten auslese, der Aussiebung von Dilettanten und Hofschranzen propagiert wurde. Eine kühne Erwartung, die sich tatsächlich nicht erfüllt habe. Zitat. Was die zahlreichen Parlamente der verschiedenen europäischen und außereuropäischen Staaten an politischer Elite in Hunderten von Ministern ununterbrochen hervorbringen, rechtfertigt keinen großen Optimismus. Aber noch schlimmer und für jede Hoffnungen fast vernichtend, in manchen Staaten hat es der Parlamentarismus schon dahin gebracht, dass sich alle öffentlichen Angelegenheiten in Beute- und Kompromissobjekte von Parteien und Gefolgschaften verwandeln und die Politik, weit davon entfernt, die Angelegenheit einer Elite zu sein, zu dem ziemlich verachteten Geschäft einer ziemlich verachteten Klasse von Menschen geworden ist. Zitat Ende. Schmitt möchte die Idee der Demokratie als gemeinsamer politischer Willensäußerung des möglichst homogenen Staatsvolks von ihrer Schwundstufe und mangelhaften Verwirklichung im real existierenden, von Parteien und Interessenverbänden zerrissenen und ausgenutzten Parlamentarismus absetzen. Deshalb stellt er dessen Aporien und innere Widersprüche heraus, etwa den verkümmerten öffentlichen Meinungskampf. Zitat, die Lage des Parlamentarismus ist heute, also 1926, so kritisch, weil die Entwicklung der modernen Massendemokratie die argumentierende öffentliche Diskussion zu einer leeren Formalität gemacht hat. Manche Normen des heutigen Parlamentsrechts, vor allem die Vorschriften über die Unabhängigkeit der Abgeordneten und die Öffentlichkeit der Sitzungen, wirken infolgedessen wie eine überflüssige Dekoration, unnütz und sogar peinlich, als hätte jemand die Heizkörper einer modernen Zentralheizung mit roten Flammen angemalt, um die Illusion eines lodernden Feuers hervorzurufen. Die Parteien, die es nach dem Text der geschriebenen Verfassung offiziell gar nicht gibt, treten heute nicht mehr als diskutierende Meinungen, sondern als soziale oder wirtschaftliche Machtgruppen einander gegenüber, berechnen die beiderseitigen Interessen und Machtmöglichkeiten und schließen auf dieser faktischen Grundlage Kompromisse und Koalitionen. Die Parteien seien dabei nicht Promotoren, sondern lediglich Nutznießer der im Parlamentarismus an sich bereits angelegten Webfehler. Schmitts Vision am Ende der Weimarer Republik zur Wahrung der staatlichen Integrität des Parlaments,
das Parlament auszuschalten und unter einer Präsidialdiktatur die latente Bürgerkriegssituation aufzulösen, führte ins Nichts. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme bemühte er sich zeitweilig, als eifriger Verfechter der neuen Ordnung hervorzutreten. Bei der Ausarbeitung des Westdeutschen Grundgesetzes wurden dann seine Lehren über die Wahrhaftmachung und Wehrhaftmachung des Staats gegen Parteieninteressen, die dem Verfassungskern widersprechen könnten, geradezu auf den Kopf gestellt. Aus Angst vor einer neuen Staatskrise schaltete man alle mit dem Parlament konkurrierenden Gewalten aus, auch das Volk selbst. Seither wählt der Bundesbürger alle 4 Jahre das Parlament und gibt seine politische Verantwortung, aber auch seine Möglichkeit zur Mitbestimmung an Abgeordnete ab. Alle weiteren wichtigen Positionen werden über die Repräsentationswahl besetzt. Das sind zentrale Kritikpunkte Schmidts in seiner Phase als, wenn man so will, antiparlamentarischer Demokrat. Sie haben bis heute ihre Aktualität sogar noch ausgebaut, womit wir zu dem bereits erwähnten, sich stark an Robert Michels anlehnenden Franzosen zurückkommen, nämlich einem Herrn namens Maurice Duverger. Der 1917 geborene französische Jurist Maurice Duverger war ab seinem 20. Lebensjahr Mitglied der faschistischen Partei Parti Populaire Française unter Jacques Doriot. Nachdem er 1942 sein Studium abgeschlossen hatte, lehrte er in Poitiers und Bordeaux das Recht und veröffentlichte 1944 mit Les Constitutions de France eine Apologie der 1940 erfolgten Teilung des französischen Staats, wonach die Verfassung Vichy Frankreichs eine legitime neue de facto Regierung geschaffen habe. Nichtsdestoweniger hatte er sich in dieser Zeit in weiser Voraussicht bereits vorsichtig der Résistance angenähert und in deren Untergrundzeitschrift Libération erste staatsrechtliche und soziologische Überlegungen in Bezug auf ein hypothetisches Nachkriegsfrankreich angestellt. Sein für unsere Betrachtungen besonders interessantes Hauptwerk, Le Parti Politique von 1951, erschien 1959 in deutscher Übersetzung. Und auch wenn der Übersetzer Siegfried Landshut von der Universität Hamburg den Leser noch schonend auf die Eigentümlichkeiten der, Zitat, spezifisch französischen Sichtweise, Zitat Ende, auf politische Dinge vorzubereiten versuchte, so birgt das Buch doch so oder so wichtige Einsichten zum Gesamtpanorama der europäischen Parteiensoziologie. Duverger kam gleich zu Beginn auf die Geschichte und die analytischen Standardwerke seit Anbeginn der Parteienforschung zu sprechen. So etwa David Humes frühen Essay on Parties von 1760. Er nannte auch explizit die Schriften Ostrogorskis und Michels, denen bis in seine Gegenwart hinein keine vergleichende Untersuchung von Parteienstrukturen gleichgekommen sei. Er selbst trat mit seinem Buch an, um diesen Missstand zu beheben. Sein erklärter Anspruch dabei war die Formulierung einer, Zitat, allgemeinen Theorie der politischen Parteien, Zitat Ende, als Grundlage aller zukünftigen Parteien, soziologischen und generell soziologischen politischen Forschung. Wobei er auf den letzten Seiten des Buchs selbst den, Zitat, provisorischen und hypothetischen Charakter, Zitat Ende, seiner Ausführungen einräumte. Duverger ging streng systematisch vor und trennte die verschiedenen historischen Parteien, man fühlt sich an die später kommende Systemtheorie erinnert, unter allen erdenklichen Gesichtspunkten anhand von polaren Spektren. Für ihn bestanden Parteien essentiell aus, Zitat, kleineren, elementaren Einheiten, die untereinander durch ein koordinierendes Verfahren verbunden sind. Zitat Ende. Analytische Bedeutung kam demnach insbesondere den parteiinternen Beziehungen und Verbindungen zwischen diesen Basiseinheiten, also den Parteimitgliedern, zu. Von der Gewinnung und Bindung der Mitglieder bis hin zur Auswahl und Bedeutung des Führungspersonals. Ausgangspunkt ist dabei die für die politische Moderne zentrale Unterscheidung zwischen elitenbasierten und massenbasierten Parteien. Demnach bevorzugen Elitenparteien die Qualität gegenüber der Quantität und suchen vor allem lokale und nationale Einflussnehmer an sich zu binden. Sie seien dementsprechend flexibel und eher lose organisiert. Das schaffe große operative Freiheiten für die einzelnen Mitglieder, berge aber den Nachteil einer schwachen inneren Disziplin und mangelnden pragmatischen Reaktionsvermögens. Es handle sich im Wesentlichen um Honorationenparteien, die innerhalb des Parlaments zweckbezogen geformt würden und vom Ruf und der Unterstützung ihrer Gönner abhängig seien. Duverger bewertet sie als strukturell unterentwickelt. Massenparteien hingegen seien straff durchorganisiert und besäßen eine hierarchische, eine starke Struktur in Form einer Pyramide. Ihre Mitglieder neigten dazu, stärker von einer Identifikation mit der Zielsetzung der Partei als mit deren Führungsgestalt motiviert zu sein. Die parteiinterne zusammenhaltende Macht sei deshalb eine abstrakte, ideologische, die die Organisation auch gegen staatliche Repressionsmechanismen abzustützen vermöge. Im Gegensatz zu den Elitenparteien finanzierten sich Massenparteien nicht von oben,
durch Sponsoren und Finanziers, sondern von unten durch Beiträge ihrer Mitglieder, was in den Mechanismus hineinführe, die Gefolgschaft unablässig vergrößern zu müssen. Als dritten Typus identifizierte Duverger totalitäre Parteien, repräsentiert durch die kommunistischen und faschistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Ihre wesentliche Übereinstimmung liege darin, dass ihre Basiseinheiten in vertikaler Abhängigkeit gehalten würden und die Führung autokratisch ausgeübt werde. Charakteristisch sei außerdem die strenge zentralisierte Gliederung. Homogenität, Geschlossenheit und absolute Disziplin zählten zu den höchsten Parteiwerten bei einem totalen Ergebenheits- und Unterordnungsanspruch gegenüber den Mitgliedern. Diese würden ideologisch und dogmatisch gleichgeschaltet. Die kommunistische Partei fuße auf der Basiseinheit der Zelle, die Mitglieder am Arbeitsplatz erfasse. Eine Wahlteilnahme sei nicht geplant. Horizontal abgeschottet sei die Zellenstruktur vor allem für eine geheime Untergrundarbeit der Partei geeignet. Die Miliz als Basiseinheit der faschistischen Partei hingegen trage eher einen paramilitärischen Charakter. Zu einer Teilnahme an Wahlen könne es aus strategischen Gründen kommen, um im Falle eines Machtgewinns demokratische Institutionen zu beseitigen. Ausgehend von dieser wesentlichen Unterscheidung trennte Duverger weiter in immer feineren analytischen Kategorien, so etwa zwischen mittelbarer und unmittelbarer Parteimitgliedschaft. Die wesentliche analytische Neuerung hingegen, die Duverger in seine Untersuchung einbrachte, war es, neben den reinen Parteistrukturen parallel die Entwicklungen des Wahlrechts in den jeweils betrachteten Ländern mit einzubeziehen. Er kam darauf aufbauend zu dem Schluss, dass die Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts und der Demokratie die allgemeine Entwicklung hin zu Massenparteien unmittelbar bedingt habe. Während die alten Honorationenparteien in der Regel keine konstante politische Arbeit geleistet hätten und sich auf die regelmäßigen Wahlvorgänge konzentriert hätten, sei ihnen insbesondere in den frühen sozialistischen Massenparteien ein mächtiger Konkurrent entstanden, der ständige politische Arbeit, eine straffe und organische Organisation sowie insbesondere fortwährende Agitation und Propaganda zum Ausbau der eigenen Macht- und Wählerbasis eingesetzt habe. Schon aus Interesse am Machterhalt müssten sich deshalb alle elitenbasierten Parteien zwangsläufig in Massenparteien umwandeln. So würden sie wiederum einen Verstärkungseffekt auf Demokratisierungs- und Gleichberechtigungsprozesse in der Gesellschaft ausüben. Diese sogenannte Ansteckungsthese sorgte in den Jahren nach dem ersten Erscheinen des Buchs für geharnischte Kritik, insbesondere aus den USA, die sich vorwiegend um Fragen der Modernität und Zukunftsperspektiven der unterschiedlichen Parteizuschnitte drehte. Aus dieser im Buch ausführlich beschriebenen Wechselwirkung zwischen Mobilisierungsmechanismen und Möglichkeiten sowie dem nachvollziehbaren Interesse am Machterhalt ergibt sich gleichsam auch eine Rückwirkung des Wahlsystems auf das Parteienspektrum, die dem sogenannten Loi de Duverger zugrunde liegt. Demnach führe das Bestehen eines relativen Mehrheitswahlsystems zur Herausbildung eines Zweiparteiensystems, während umgekehrt das Verhältniswahlrecht eine Vielzahl an Parteien hervorbringe. Dieses Modell ist nicht widerspruchsfrei, verdeutlicht aber den wesentlichen Unterschied zwischen angelsächsischem und kontinentaleuropäischem Parteiensystem und trägt so zur Verständlichkeit des Stellenwerts von Parteien als Organisation an und für sich bei. Wie es der Autor abschließend selbst zusammenfasst, wir fühlen uns erinnert an Ostrogorski, Zitat, die Gegner einer sogenannten Parteienherrschaft werden viele Argumente in diesem Buch finden, Zitat Ende. Gehen wir über zur frühen Bundesrepublik und zu einem heute vergessenen Werk, dessen Hauptautor sozusagen ein klischeehafter Vertreter der bundesrepublikanischen Reaktion genannt werden kann, was vermutlich auch einer der Gründe ist, weswegen mir vor vielen Jahren Herr Dr. Lehnert vorgeschlagen hat, doch auch dieses Buch in meiner Aufzählung mit aufzunehmen. 1955 erschien die Soziologie der deutschen Parteien. Beim Autoren Friedrich August von der Heydte handelte es sich um einen Ordinarius für öffentliches Recht und politische Wissenschaften in Würzburg. Der zweite Autor, Karl Sacherl, war Lehrbeauftragter für Sozialpsychologie an der Universität Mainz. Heydte hatte sich bereits 1954 in der Zeitschrift Politische Studien vorbeugend gegen Schmidts Konzept der identitären Demokratie positioniert, allerdings ohne diesen verfemten Namen zu erwähnen. Ihm zufolge bedeutet, Zitat, demokratische Gleichheit im politischen Raum, nicht Identität von Führung und Geführten, Zitat Ende, sondern eine konkrete Chancengleichheit. Zitat, sie ist die Gleichheit aller Staatsbürger in der Möglichkeit, in den politischen Kampf einzutreten.
Zitat Ende. Und um die Pointe des Herrn von der Heide gleich mal vorwegzunehmen, für den Fall, dass irgendjemand diesen Namen schon mal gehört hat, er war letzten Endes Auslöser der sogenannten Spiegel-Affäre, die den Sturz des damaligen bundesrepublikanischen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß nach sich zog. Die Autoren postulierten, dass es in der Nachkriegsgesellschaft einen neuen wissenschaftlichen Zugriff auf Parteien und deren Binnenstruktur bräuchte. Mit der Bedeutungsverschiebung der Parteien in der jungen Bundesrepublik sei diesen eine Indikatorfunktion zugewachsen, weshalb die in Freiheit sich bildenden und umbildenden politischen Parteien das Lebenselement aller politischen Freiheit, das Lebenselement vor allem der Demokratie seien. Dies 3 Jahre nach dem ersten seit 1945 auf deutschem Boden erfolgten, auf bundesrepublikanischem Boden erfolgten Parteienverbot, nämlich dem der Sozialistischen Reichspartei 1952. Die Parteien hätten daher ein Grundrecht auf Mitwirkung bei der politischen Willensbildung, auf Freiheit ihrer Gründung und Entfaltung und auf die Gleichheit der Wettbewerbschancen. Zitat, der moderne demokratische Staat steht und fällt mit der Freiheit der Parteien. Ein Jahr später sollte dann auch noch die Kommunistische Partei Deutschlands unter der gleichen Prämisse wie die Sozialistische Reichspartei verboten werden. Heide und Sacherl betonten indes, dass gerade zum Schutz des modernen demokratischen Staats Parteien nicht verabsolutiert und bevorzugt behandelt werden dürften. Nur so sei der Gefahr ihrer Ablösung vom tatsächlichen staatsbürgerlichen Leben vorzubeugen und ein gleichberechtigter gesellschaftlicher Pluralismus zu erhalten. Das stand bereits damals im Widerspruch zur westdeutschen politischen Praxis und auch zur Auffassung des 1951 gegründeten Bundesverfassungsgerichts. Dieses versuchte etwa 1958 in seinem ersten Parteispendenurteil die dem Verfassungsprinzip der Gleichheit widersprechende Bevorzugung der Parteien gegenüber beispielsweise den Gewerkschaften zu verhüllen. Zitat, dort wo es sich nicht um politische Willensbildung oder Ausübung politischer Macht, sondern um ein Tätigwerden gesellschaftlicher Mächte und Institutionen handelt, zu denen die Parteien also offenbar nicht gezählt werden, hat der Satz von der Chancengleichheit, wie er sich im Bereich der politischen Willensbildung für die Parteien entwickelt hat, keine Geltung. Zitat Ende. Der erste Teil des Buchs beleuchtet die Parteien im Gefüge der Gesellschaft. Es folgen dann unter anderem die Parteien in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Parteien in der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik. Es wird so ein Aspekt des Parteidaseins nach dem anderen unter die Lupe genommen. In meist lakonisch gehaltener Form wird festgestellt, dass die politische Wirklichkeit der bundesrepublikanischen Parteien und das Verhältnis des Wahlvolks zu diesen, deren Selbstansprüchen und denen des Grundgesetzes an sie kaum genügt. Entgegen ihrem eigentlichen politischen Auftrag, nämlich der Repräsentation und Entscheidungsfindung, seien die Parteien primär mit der Erlangung bzw. Absicherung von Machtpositionen befasst. So heißt es etwa über den Typus des Parteiredners, Zitat, die bekannten Führerpersönlichkeiten einer Partei werden im Wahlkampf von ihren Redeverpflichtungen fast völlig absorbiert. Alle anderen Aufgaben in Partei und Staat, die ihm obliegen, treten in diesem Augenblick zurück und werden von Unbekannten abgenommen, die als Redner nicht ziehen. Eine besondere Spielart der Parteirede ist die parlamentarische Rede. In ihr findet der große Parteimann die Möglichkeit, unter Ausnutzung aller modernen Nachrichtenmittel ein großes Publikum anzusprechen, an das er auf andere Weise kaum herankommt. Deshalb werden die meisten großen Parlamentsreden im Plenum sozusagen zum Fenster herausgehalten. Die eigentlich Angesprochenen sind nicht die Abgeordneten, sondern das Volk, das heißt die Wähler. Zitat Ende. Ein ähnlich kreativer Umgang der Parteien mit den Regelmechanismen des demokratischen Systems zeige sich im Wahlkampf, der von fast allen Parteien sozusagen in 2 Wellen geführt werde. Dabei beginne die sogenannte erste Welle, Zitat, sehr frühzeitig, etwa 1 Jahr oder noch länger vor der Wahl. Der Wahlkampf wird in dieser ersten Welle in die Mitte der Legislaturperiode vorverlegt. In ihr klären die Parteien zunächst ihre Stellung. Unter Umständen wird auf Parteitagen ein neues Programm beschlossen und verkündet. Es wird Heerschau über die zur Verfügung stehenden Kräfte gehalten. Die Förderer der Partei werden unmittelbar oder mittelbar angesprochen und mobilisiert. Die Fronten verhärten sich. Nicht selten verlässt eine Partei in diesem Augenblick unter irgendeinem Vorwand die Koalition. Zitat Ende. Die zweite Welle hingegen beginne frühestens 1/2 Jahr vor der Wahl. Der Zeitpunkt habe entscheidende strategische Bedeutung. Zu lange Wahlkämpfe ermüdeten die Wähler. Gleichzeitig könne keine Partei ihre Gegner unwidersprochen auf die öffentliche Meinung einwirken lassen. Diese Handhabe des politischen Kalenders habe im Vorfeld der Wahl zum 2. Deutschen Bundestag 1953 beispielsweise in den Worten des Jahrbuchs der SPD aus diesem Jahr, Zitat, das für Deutschland und den ganzen europäischen Kontinent neue Phänomen einer ersten allumfassenden Public Relations Kampagne gebracht, wie sie in diesem Umfang selbst im Ursprungsland, den USA, noch nicht durchgeführt wurde.
Zitat Ende. Die voluminöse, doch unterhaltsame Anatomie des frühen bundesrepublikanischen Parteienwesens fand außerhalb der Politikwissenschaft wenig Beachtung. Zu Unrecht prangerten die beiden Autoren doch bereits im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik zahlreiche Missstände an, die sich seither nur weiter verschärft haben. Von der beginnenden Abgehobenheit der Parteien über ihre Korrumpierung durch Wirtschaftsgelder bis hin zu Klüngeln und dem, was man gemeinhin als Gschaftelhuberei bezeichnet. Zum Abschluss bemerkte Heite im Hinblick auf Loyalität, Zusammenhalt und Kameraderie, Zitat, auch hier ist das Parteileben in das rein rhetorische abgeglitten. Es von dort herauszuführen zu echten Seinswerten und zum Erfassen und Verwirklichen dieser Werte ist die große Aufgabe, die allen Parteien heute gestellt ist. Von der Erfüllung dieser Aufgabe hängt die Zukunft der Parteien, die Zukunft unserer heutigen Gesellschaft ab. Nun, hat die Gesellschaft die Jahrzehnte überdauert und mit ihr die Parteien? Aber hat sich etwas zum Besseren gewendet? Diese Frage hat man sich auch in der sogenannten Studentenbewegung Mitte bis Ende der 60er gestellt. Und ich möchte daraus das letzte meines Erachtens klassischen Status innehabende Werk entheben, nämlich das von meinem akademischen Lehrer Dirk van Laak so bezeichnete exemplarische Werk des Linksschmittismus, nämlich den Langaufsatz »Die Transformation der Demokratie« von Johannes Agnoli aus dem Jahr 1967. Johannes Agnoli, geboren 1925 in Venetien als Giovanni Agnoli und in seinen Jugendjahren sowohl faschistischer Nachwuchsfunktionär als auch unter dem germanisierten Namen Agnoli, Partisanenbekämpfer in einer deutschen Gebirgsjägereinheit. Daher rührt es auch, dass in linken Podcast-Formaten sein Name sozusagen zwanghaft italisiert wird. Studierte nach britischer Kriegsgefangenschaft über ein Kriegsteilnehmerstipendium in Tübingen politische Wissenschaft. Im Mai 1955 erwarb er die deutsche Staatsbürgerschaft, früh engagiert in der SPD, sowie im Zusammenhang der sogenannten heimatlosen Linken um Wolfgang Abendroth stieg Agnoli zu einem wesentlichen Theoretiker des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes auf, was ihm 1961 den Parteiausschluss aus der SPD einbrachte. 1972 erhielt er, längst eine bekannte Größe der radikalen Linken, einen Ruf an das Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin. 5 Jahre zuvor, auf dem Höhepunkt der westdeutschen Studentenbewegung, hatte er zusammen mit dem Sozialpsychologen und Pädagogen Peter Brückner eine Essaysammlung veröffentlicht, die den Titel von Agnolis Beitrag trug, einer scharfen Abrechnung mit der real existierenden Bundesrepublik seiner Zeit. Die Transformation der Demokratie ist im Zusammenhang des sogenannten antiautoritären Flügels der außerparlamentarischen Opposition zu lesen und gilt bis heute als wichtigste deutschsprachige parlamentarismuskritische Schrift der Nachkriegszeit. In heutigen Zeiten, wo gerade auf parlamentarisch-oppositioneller Seite der Diskurs über einen sogenannten tiefen Staat mit Nachdruck betrieben wird, lohnt die Lektüre umso mehr. Zwar diente die von Agnoli sogenannte Kritik der Politik als solcher als Fortschreibung und Radikalisierung von Marxens Kritik der politischen Ökonomie und zielte darauf, dem Staat jedwede Legitimität zu bestreiten. Der Staat sei kein Mittel zum Zweck, kein Vektor des Sozialismus, auch nicht zur grünen alternativen Zivilgesellschaft. Gleichwohl war das zentrale Element seiner Argumentation die seither als Involutionsthese bezeichnete, geradezu gesetzmäßige Entwicklung westlicher Strukturen von freiheitlich-demokratisch konstituierten politischen Entitäten hin zu dirigistischen Apparaten, ausgehend von der schon 1820 von Hegel in dessen Rechtsphilosophie geäußerten Annahme, das Volk sei gar nicht in der Lage, sich selbst zu regieren. Damit reiht sich Agnoli neben den Analysen der bereits genannten Vordenker ein. So entgegnete er sozialdemokratischen Wortführern seiner Zeit, die verkündeten, nur die konsequente Reform von Staat und Recht verwirkliche Freiheit, dass sie dann ja gerade die linksrevolutionäre Opposition unterstützen müssten. Dabei war gleichwohl völlig klar, dass die revolutionären Phrasen der damaligen sogenannten Jungsozialisten nicht von der Freiheit von, sondern der Freiheit zur Herrschaft getragen waren. Antikapitalismus also gar nicht zur innerparlamentarischen Debatte stand. Vielmehr sei die sogenannte Geschichte der westlichen Gesellschaften nach dem Krieg definiert von der mehr oder weniger klugen Steuerung von der politisch unartikulierten Masse, die der Ausgang des Zweiten Weltkriegs aus ihren gesellschaftlichen Bindungen vollends gelöst habe. Dabei würden Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit immer weiter auseinanderklaffen, da die grundsätzlichen Regelungen des Staats auf 200 Jahre alten altliberalen Traditionen basierten und aktuellen Konfliktsituationen überhaupt nicht mehr angemessen seien. In seiner Wortwahl
verriet Agnoli die Rezeption des unter den antiautoritären, unterschwellig zirkulierenden Karl Schmitt. In ganz ähnlicher Weise wie dieser und verschiedene seiner rechten Epigonen diagnostiziert Agnoli der parlamentarischen Demokratie die zentrale Funktion, Zitat, den Widerspruch erfolgreich glätten und die staatliche Regelung sozial ausgleichen, Zitat Ende, zu müssen. Der Manipulationsnutzen des sozialen Friedens liegt darin, als Ausgleich in der Verteilung von Gütern und Chancen alle Gruppen einer Gesellschaft zu umfassen, zugleich nur diejenigen disziplinieren zu treffen, die potenziell sich gegen die ungleiche Verteilung von Herrschaftspositionen und Privilegienchancen richten. Anders gesagt, es ist seine Funktion, die des sozialen Friedens, genau die Letzteren zurückzudrängen, zu entmachten und dem öffentlichen Hass preiszugeben. Die hierzu notwendige und titelgebende allmähliche Transformation oder Involution, also Rückentwicklung der theoretisch vollendeten Demokratie, gehe nicht durch eine Umformung oder gar Abschaffung traditioneller Institutionen und Strukturen vonstatten, sondern durch deren Funktionsverlagerung. Dabei bleibe die reine Form unverändert, sodass westliche Gesellschaften unvermindert auf ihren demokratischen Charakter pochen könnten und damit auf die mangelnde Legitimation aller radikalen Veränderungsbestrebungen. Zitat, der Streit, ob wir in einer plural gegliederten oder antagonistisch zerrissenen Gesellschaft leben, geht an seinem Gegenstand vorbei. Wir haben es vielmehr mit einer verdoppelten gesellschaftlichen Wirklichkeit zu tun, in der beide Aspekte auf verschiedenen Ebenen auftreten. Genau diese Verdoppelung macht Manipulationen im großen Stil erst möglich. Zitat Ende. Demgegenüber hoffte Agnoli auf die verbliebenen Möglichkeiten einer außerparlamentarischen Opposition, die, Zitat, das Licht der Öffentlichkeit scheut, Zitat Ende, und sich so der weichen wie harten Kontrolle durch staatliche Stellen und Medien gerade noch entziehen könne. Indes war bereits Anfang der 1970er mit dem Zerbrechen der Studentenbewegung deutlich geworden, dass die Gefahr einer weiteren Eskalation mehr als begrenzt war. Umso einfacher wurde es, den revolutionären Nimbus der APO nutzen und sich gleichzeitig beim Establishment der Bundesrepublik wahlweise als Neomarxist oder als Linksliberaler in den Ruf des Gemäßigten bringen zu können. Besonderer Nutzen dieser Gemengelage sollte übrigens ein gewisser Jürgen Habermas sein, der sich dank seines bemerkenswert durchgängig richtigen Riechers schlussendlich als eine maßgebliche moralische Instanz der späten Bundesrepublik zu etablieren vermochte. Zumindest so lange, bis Ellen Kennedy 1986 in der Zeitschrift Geschichte und Gesellschaft seine frühere enge Anlehnung an die hier bereits referierten Thesen Karl Schmitts publik machte und sich so der Kritik von Parlamentarismus und Parteienwesen und sich so der Kreis der Kritik von Parlamentarismus und Parteienwesen wieder schloss. Es gibt eben doch nichts Neues unter der Sonne. Dass die Frankfurter Allgemeine seinerzeit urteilte, Agnoli würde konsequent am Bedarf vorbei schreiben, spricht alles andere als gegen ihn. Vielmehr hat sich längst erwiesen, dass seine Erkenntnisse darüber, wie vermeintlich gegen das Bestehende gerichtete Bewegungen in Wahrheit dessen Geschäft besorgen und, Zitat, es gar noch zum Schlimmeren wenden, Zitat Ende, ein Zitat von Clemens Nachtmann als Rezensent Agnolis, heute gerade auf der Rechten rezipiert werden müssen. Wir haben in der Vergangenheit, und ich komme damit zum Schluss, viele Versuche gesehen, eine grundlegende Umgestaltung klassischer Parteiengebräuche ins Werk zu setzen. Als herausragendes Beispiel sei hier die Piratenpartei genannt. Wir haben aber ebenso auch gesehen, wie deren teilweise innovative und vielleicht auch fantastische Lösungsansätze, wie etwa die sogenannte Liquid Democracy, durchaus schnell zu reinen Selbstläufern geworden sind, die damit verbundenen Parteien oder parteiähnlichen Organisationen zurück in eine Art von Ghetto der Selbstreferenzialität und schließlich der Bedeutungslosigkeit verbannt haben. Was die heutige Bedeutung und Wirkmöglichkeiten einer konsequent durchgezogenen und auch gegebenenfalls durch eine Institution wie zum Beispiel die parteinahen Stiftungen getragene Parteienkritik anbelangt, bin ich ganz beim Hamburger Historiker Helmut Stubbe-Dalus, der diese bereits Mitte der 80er Jahre vorgetragen hat, ebenso wie die Parteienkritik, die in diesem Buch hier zusammengestellt wurde, wenn auch vom politisch anderen Pol. Ins Auge fassen muss eine produktive wissenschaftliche Parteienkritik demnach nach wie vor die Methoden und Entscheidungsprozesse zur Bestimmung von Programmen und Kandidaten sowie ihre historische Entwicklung, das Verhältnis zwischen Konkurrenz und Kooperation unter den Parteien sowie seine historische Entwicklung,
die historische Entwicklung der, wenn Sie so wollen, Produktionsverhältnisse, also des Parteiensystems im weitesten Sinne und ganz besonders des Einflusses, den die Parteien selbst auf diese Entwicklung genommen haben, etwa durch Gesetzgebung in eigener Sache, besonders was die Kriterien zu Verbotsmöglichkeiten angeht, sowie zu guter Letzt die historische Entwicklung der Rechte und Einflussmöglichkeiten der, nennen wir sie mal Politikkonsumenten, das heißt der Einwohner des jeweiligen Landes, der Wähler, der normalen Parteimitglieder jenseits von Posten, auch und gerade im internationalen Vergleich. Das zu einer anzustrebenden, im besten Sinne des Wortes, kritischen und auch uns zugutekommenden Parteienforschung. Sie braucht es nicht zuletzt hinsichtlich ihrer strategischen Verwertbarkeit für die parlamentarische Auseinandersetzung. Was aber ergibt sich daraus für die Positionierung und das Vorgehen einer möglichst alternativen Partei selbst? Schlussfolgerung Nummer 1. Die Lösung liegt nicht in der Gründung einer neuen Partei an sich. Das ist eine Binsenweisheit. Wie gesagt, wir haben mehr als genug Beispiele gesehen, wo das eben gerade nicht funktioniert hat. Schlussfolgerung Nummer 2. Die Partei als Institution lässt sich nicht reformieren oder reparieren. Ihre angeborenen Schwächen lassen sich aber ausnutzen im Wettbewerb mit anderen Parteien um Wählersympathien. Und damit unmittelbar verbunden, Schlussfolgerung Nummer 3, in diesem Vorhaben greift so etwas wie ein Außenseiterbonus. Wer den Eindruck erweckt, nicht Fleisch vom Fleische eines ohnehin schon als korrupt abgetanen Politikbetriebs zu sein, der kann grundsätzlich erst einmal nur gewinnen. Gerade was die offenkundig so wichtige Mobilisierung der zuvor nicht oder nicht mehr erreichten Protest- oder gar nicht Wähler anbelangt. Dazu gehört aber zuallererst, sich von den klassischen Denkmustern zu verabschieden, was sogenannte heilige Kühe des überkommenen Politikbetriebs anlangt. Eine im Rahmen des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs 2016 populär gewordene Parabel besagt, versuche niemals mit einer Taube Schach zu spielen. Die Taube wird als erstes alle Spielfiguren umschmeißen, dann das ganze Spielbrett vollkacken und zum Schluss herumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Ungefähr so läuft es, wenn man sich als grundsätzliche Alternative auf das Spiel der Etablierten einlassen möchte, die spätestens seit der Bundestagswahl 1998 kontinuierlich an Zuspruch verlierenden sogenannten Volksparteien zeigen, dass das innerhalb eines engen Meinungskorridors gesteuerte Politikverständnis des Wahlvolks durchaus wandlungsbereit ist. Nur wohin? Jedenfalls nicht in Richtung der CDU, denn dort kommen so viele der Enttäuschten ja gerade eben erst her. Wer auf die Etablierung einer Alternative schaut, der hat sowohl Christ als auch Sozialdemokraten nicht als Vorbilder, sondern vielmehr als abschreckendes Beispiel aufzubauen, aber auch selbst so zu sehen. Die von mir angeführten Denker liefern das theoretische Rüstzeug zu einer echten Dekonstruktion, also zuerst dem destruktiven Abbau und dem darauf zwangsläufig folgenden konstruktiven Neubau eines parlamentarischen Parteienideals für jeden, der ein solches sucht und wünscht. Für die praktische Umsetzung, und die gilt es unnachgiebig zu verfolgen, um die Konkurrenz aus dem Weg zu räumen, gibt es mehr als genug gute Vorlagen. Vom Spätwerk der SPD geförderten und geprägten Eheleute Scheuch bis hin zu den regelmäßig erscheinenden neuen Abrechnungen des Verfassungsrechtlers Hans-Herbert von Arnim erscheinen und erscheinen laufend Bilanzen des korrupten und allein auf Machterhalt bedachten Regimes unserer ehemaligen Lizenzparteien. Das rhetorische Arsenal liegt sozusagen nicht nur in den Universitätsbibliotheken, sondern auch auf der Straße. Man muss es nur zu gebrauchen wissen und sich dabei möglichst wenig um Koalitionsfähigkeiten scheren. Dementsprechend in Anlehnung an jemanden, den Sie wahrscheinlich zum Großteil sehr gut kennen, wünsche ich gute Jagd.